Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 20 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Das heutige Thema lautet der treu sorgende Vater und das kriminelle Genie. Wir haben, wie gesagt, die Frau in den letzten Sitzungen relativ gut darstellen können als Mutter, Engel, Kind, Naturwesen. Und das letzte Mal und vorletzte Mal haben wir den Mann in den Fokus der Betrachtung gestellt. Und zwar einmal als Genie und dann aber schon als wahnsinniges Genie, als Randständiger der bürgerlichen Gesellschaft. Und heute soll dieses männliche Wesen des 19. Jahrhunderts sogar noch in den Rang eines Verbrechers erhoben werden. Wir wollen uns anschauen eine Erzählung von E.T. Hoffmann, Das Fräulein von Scudéry. Der Mann kommt in den Sitzungen, in den letzten Sitzungen und auch in den nächsten nicht unbedingt gut weg. Und das kommt vor allem auch, denke ich, daher, dass das gute Bild des Mannes im 19. Jahrhundert als guter Ehemann, als treusorgender Vater, als die Familie behütender Vater und guter Gatte oft ein bisschen langweilig ist. Und wir in dieser Reihe natürlich auch spannende Personen und spannende Charaktere in den Mittelpunkt stellen werden und wollen. Und dieses positive Bild des bürgerlichen Biedermanns, wie er dann im 19. Jahrhundert erscheint, ist auch sehr oft aufs Korn genommen worden. Und so möchte ich Ihnen erzählen von einer Geschichte, die Kurt Götz geschrieben hat, Die tote Tante, ein Einakter aus dem Jahr 1924. Als ich 16 Jahre alt war, haben wir im Gymnasium diesen Einakter vorgeführt und ich habe den Professor Traugott Hermann Nägler gespielt, einen Oberlehrer. Marianne, das war seine Frau, und dieses Ehepaar hatte zusammen 12 Kinder. Und diese 12 Kinder haben sie benannt nach auch Wagner-Opern, weil der Oberlehrer Wagner-Fan war. Und sehr viele haben sie einfach nur noch durchnummeriert. Sextus, Septima, Octavio, Decimus und dann die Ultima. Und die älteste Tochter heißt Innocentia, die Unschuldige. In diesem Stück spielt dann auch ein Pastor eine große Rolle und der Verlobte der ältesten Tochter, Innocentia. Kurt Götz, ganz kurz zu Kurt Götz, geboren 1888, gestorben 1960, war ein sehr bekannter Boulevard-Komödienschreiber, der auch mit Oscar Wilde verglichen worden ist und der vor allem auch in der Adenauerzeit in Deutschland sehr, sehr beliebt war. Die tote Tante wurde erweitert zu einem größeren Stück und dann auch verfilmt. Er ist oft verfilmt worden, Kurt Götz. Die Eltern unter Ihnen werden das Haus in Montevideo kennen und Dr. Med Hiob Praetorius. Man hat diesen Götz gemocht, gerade auch in der Adenauerzeit. Seine Stücke haben auf den Bühnen große Erfolge gefeiert und nicht zuletzt deswegen, weil er auch diese bürgerliche Biedermeier-Familie aufs Korn genommen hat und so eben auch in diesem Stück die tote Tante den Mann als treusorgenden Vater. Der Inhalt des Stücks ist ganz schnell erklärt. Die Schwester des Professors Nägler hat mit 17 Jahren ein uneheliches Kind bekommen, wird aus der Familie verstoßen, emigriert und kommt im Ausland zu viel Geld. Sie stirbt
und hinterlässt in einem Testament, dass die älteste Tochter der Familie, Innocentia, ihre Erbin werden soll, wenn sie bis 17 Jahre Mutter eines unehelichen Kindes geworden ist, ebenso wie es ihr selbst auch ergangen ist. Das Schicksal soll sich also in der Tochter des Professor Nägler wiederholen. Und der ist sowas von moralisch über allen Zweifeln erhaben, dieser Vater, dass das für ihn wirklich ein großes Problem wird. Aber angesichts des immens großen Erbes gerät er nun moralisch ins Wanken. Und das ist sehr, sehr amüsant auf der Bühne zu beobachten, diese bürgerliche Doppelmoral, die in ihm verkörpert ist. Und schließlich ist Ende gut, alles gut, nämlich der Verlobte von Innocentia entpuppt sich als Vater eines unehelichen Kindes. Und wenn Innocentia ihn eben schnell heiratet, dann wird auch sie Mutter eines unehelichen Kindes werden, ohne selbst moralisch eine gefallene Frau, ein gefallenes Mädchen zu sein. Wenn es ums Geld geht, dann ist es mit der Moral des Büdermannes eben nicht so weit her. Oder wie Bert Brecht es formuliert hat, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und da gibt es am Anfang eine Szene, die sehr typisch ist für das Bild der bürgerlichen Familie, die hier eben schon aufs Korn genommen wird. Wir befinden uns im Wohnzimmer der Familie Nägele und die Suppe wird verteilt. Um den Tisch sind alle versammelt, auch der Pastor ist gekommen. Und Kurt Götz beschreibt nun diesen Professor Nägler, Traugott Hermann, folgendermaßen. Er ist das Urbild eines Germanen und sieht infolgedessen zum Fürchten aus. Auf breiter Brust ein riesiger Schädel, rot-blonder Vollbart, schwarzer Kneifer mit Schnur, sonores Organ. Er spricht meistens in Hexametern, wie sein Duzfreund Homer. Und da entspinnt sich also nun folgende kleine Szene. Der Pastor und der Professor treten auf die Bühne und der Pastor sagt: Guten Morgen, meine liebe Frau Professor, immer fleißig, immer rührig. Und der Professor sagt: Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Der Pastor: Die Mutter der Kinder. Marianne, die Frau: Das kann man wohl sagen. Willkommen, Herr Pastor. Zitat Ende. Das konnte man wohl sagen, denn immerhin war sie ja die Mutter von 12 Kindern. Sie war also wirklich eine Mutter der Kinder. Und dieser bürgerliche Einakter, der wirklich sehr komödiantisch ist und die bürgerliche Familie aufs Korn nimmt, der reizt eben zum Lachen und bringt diesen Moralapostel Professor Nägler wirklich, bringt ihn auf den Begriff. Er ist ein Moralapostel, ein Oberlehrertyp, ein Besserwisser, aber eben auch zu Doppelmoral geneigt, wenn es um viel Geld geht. Er ist der Prototyp des treusorgenden Vaters, der treue Gatte, der Verdiener, der die Außenkontakte zur Welt erhält. Und so wie es hier geschildert wird, so wird eben dieser Typ Mann im Biedermeier angedacht und reizt eigentlich dann auch im 20. Jahrhundert vor allem zum Lachen. Vor allem auch, wenn man dann die untergeordnete Rolle der Frau ansieht, die in diesen Stücken immer wieder auf die Bühne kommt. Also genug zu diesem Thema. Der Mann als positive Gestalt, wenn auch etwas lächerlich im biedermeierschen Sinne. Nun kommen wir zur schwarzen Romantik und zum Mann als Genie, als Wahnsinnigen und eben auch als wahnsinnig kriminelles Genie, als den Außenseiter in der bürgerlichen Gesellschaft jenseits der Normen und jenseits auch dessen, was man gesund nennt. Und dieses sehr interessante Mannsbild hat
zum ersten Mal eigentlich erzählerisch geschildert Etja Hoffmann in der Erzählung Das Fräulein von Scudery, 1819 erschienen, gilt als erste Kriminalnovelle. Ganz kurz zu E.T.A. Hoffmann nochmal, also 1776 in Königsberg geboren, 1822 in Berlin gestorben. Dieses Jahr feiern wir 200 Jahre seinen Todestag mit Ausstellungen in Berlin, die auch in Bamberg und Frankfurt am Main gezeigt werden. Ein vielseitig begabter Mensch, Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner, Karikaturist und schließlich ein begnadeter Schriftsteller. Wir werden uns das nächste Mal auch noch genau die Elixiere des Teufels anschauen, in der E.T.A. Hoffmann den Doppelgänger als Motiv wunderbar in die Literatur eingeführt hat. E.T.A. Hoffmann fasziniert nun eben in dieser Romantik des frühen 19. Jahrhunderts durch die Nachtseite, die er schildert, die Nachtseite des Menschen, der menschlichen Seele, ihre Triebhaftigkeit, die Rationalität und Logik außer Kraft setzt und aushebelt. E.T.A. Hoffmanns Themen sind das Ausgeliefertsein an eine fremde Macht, die gerne auch in Gestalt einer geheimen Gesellschaft daherkommt, einer Gesellschaft, die im Verborgenen die Fäden zieht, die aber sehr oft auch die Macht des Unbewussten sein kann, der unbewussten Triebkräfte, die den Menschen bestimmen und aus der Bahn werfen. Worum geht es also in dem Fräulein von Scudery? Die Geschichte spielt im Herbst 1680 in Paris und nimmt Bezug auf die Geschichte jener Zeit, hat einen ganz eminenten historischen Hintergrund. Es ist die Zeit Ludwigs des 14. und zu dieser Zeit hat es eine Schriftstellerin gegeben, die damals sehr berühmt war, das Fräulein von Scudery. Gelebt hat sie 1607 bis 1701. Sie war Schriftstellerin und hat Romane geschrieben, historisch galante Romane, in denen es um die Liebe ging. Clélie zum Beispiel. Und da hat sie auch eine Carte de Tendre veröffentlicht, eine allegorische Landkarte, die das Liebesreich verortet. Sie hat sich als neue Sappho verehren lassen und war eine ganz berühmte Schriftstellerin in ihrer Zeit. Nun, zu jenem Zeitpunkt, im Herbst 1680, war das eine Zeit in Paris, in der es mysteriöse Mordfälle gegeben hatte. Und ein ganz berühmter, historisch wichtiger Fall ist auch die sogenannte Giftaffäre geworden, in die hohe Kreise der Gesellschaft verwickelt waren, Mitglieder des hohen Adels. Und das begann schon in den 70er Jahren und ging dann bis in die frühen 80er Jahre. Diese Giftaffäre und diese Morde wurden dann in einem Werk beschrieben, das ein Schriftsteller namens Pitaval ausführlich formuliert hat. Und dieses Werk über Verbrechen zur Zeit Ludwigs des 14. war dem Juristen Hoffmann, der ja mit Strafrecht auch zu tun hatte, bekannt. Diese Mordfälle hatten in Paris zur Einrichtung eines Chambre Ardente geführt, der von 1677 bis 1680 eingerichtet war und sehr viele Fälle vor Gericht gebracht hat. Es hat 360 Verhaftungen gegeben. Es hat unter anderem wurde auch Jean Racine verhaftet.
Es hat Folterungen gegeben, es hat Todesurteile gegeben. Und alles kreiste um mysteriöse Morde, in die prominente Personen verwickelt waren. Da war schon 1670 der Tod Henriettes, der Herzogin von Orléans, aufgefallen, die ermordet worden sein soll von ihrem eigenen Ehemann. Und dann kam eine Geliebte Ludwig des 14., nämlich die Montespan, in den Verdacht, auch an schwarzen Messen beteiligt gewesen zu sein und schwarze Magie geübt zu haben. Man hat das Ganze dann vertuscht. Es hieß, sie habe versucht, ihre fortgeschrittenes Alter, das ihr die Gunst des Königs hätte entziehen können, durch Kräuterelixiere zu konterkarieren, aufzuheben, mit Kräuterelixieren ihn wieder in ihre Macht zu bekommen. Und Ludwig der 14. musste sich von ihr distanzieren. Ihre Nachfolgerin wurde dann die Madame de Maintenon. Und in dieser Novelle von E.T.A. Hoffmann ist die Maintenon schon im Herbst 1680 die Geliebte des Königs, eine ausgesprochen ehrenwerte Dame, sehr fromm, die eine gute Partnerin für die Madame de Scudéry in dieser Erzählung wird. Wie gesagt, diese ganze Geschichte, nämlich die Giftaffäre, in der eine Frau ihren Ehemann und zwei Brüder hat umgebracht hat durch Gift, wurde von Peter Wall veröffentlicht in Les causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidés. Und diese Sammlung von Kriminalfällen, in 20 Bänden herausgekommen, 1734 bis 1743, war Hoffmann bekannt und hat ihn zu dieser Novelle auch inspiriert. Also, was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, wir befinden uns in Paris im Herbst 1680. Viele Menschen werden ermordet, vor allem auch junge Adlige, die in der Nacht mit einem Schmuckstück auf dem Weg zu ihrer Geliebten sind. Es besteht eine große Gefahr für diese jungen Männer. Und nun fragt Louis der 14., der die Scuderie bei seiner Geliebten Maintenant trifft, was er machen soll, wie er das Ganze auffassen soll. Und die Scuderie antwortet mit dem Satz: Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour. Also ein Liebender, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Und nun passiert etwas ganz Eigenartiges. Zu der alten Dame kommt eines Nachts ein junger Mann, klopft an die Tür, wird nicht reingelassen, weil die Haushälterin Angst vor ihm hat, aber er liefert ein Kästchen ab. Und in diesem Kästchen befindet sich nun eine wertvolle Halskette und Armbänder und darin ein Brief von einem Unbekannten, in dem sich der Unbekannte dafür bedankt, dass die Madame de Scudéry mit ihrem Satz, dass ein Geliebter eben nicht der Würde würdig, der Liebe würdig sei, wenn er Diebe fürchtet, dafür bedankt, dass sie nun diese Ermordungen dieser Adligen verharmlost. Und nun ist die Madame de Scudéry vollkommen außer Fassung und bittet nun die Madame de Maintenon, die Geliebte des Königs, um Rat. Die Madame de Maintenon sieht sich den Schmuck an und erkennt sofort, dass dieser Schmuck nur von dem berühmten Goldschmied René Cardillac stammen kann, einem Genie an Goldschmied. Und diese Charakterisierung für dieses Genie, das dann zum Verbrecher werden soll, wie sich in der Erzählung herausstellen wird, dass diese Schilderungen, diese Beschreibung seines
Wesens und seines Charakters schilder, lese ich ihn kurz vor. René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter zu Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac hoch in die 50er Jahre vorgerückt, noch die Kraft, die Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardillac nicht in Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen, bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tiefliegenden, grün funkelnden Augen hätten ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Wie gesagt, Cardillac war in seiner Kunst der geschickteste, nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wusste er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardillacs Werkstatt hervorging in glänzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Preis, der so gering er war, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe. Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern, und oft war die Arbeit beinahe vollendet, missfiel ihm plötzlich die Form, er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens. Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Cardillac, ein Genie, wie es eben zum Beispiel auch geniale Schriftsteller in jener Zeit sind, und ein Genie, das einen Doppelcharakter hatte, nämlich hinter dieser guten, wunderbaren, bewundernswerten Fassade verbirgt sich ein übler Mörder, wie sich im Laufe der Geschichte herausstellen wird. Nun, René Cardillac erscheint vor Maintenant und Scudery und bekennt sich zu seinem Schmuck und sagt, er habe ihn der Scudery geschenkt, sie solle bitte den Schmuck annehmen, da er sie sehr bewundert. Es vergehen Monate, nichts passiert. Die Scudery fährt mit einer Bekannten in einer Glaskutsche und wird auf der Pont Neuf kurz angehalten. Ein Jüngling reißt die Tür der Kutsche auf und wirft ihr einen Zettel auf den Schoß. Und auf dem Zettel steht, sie soll umgehend den Schmuck an Cardillac zurückgeben, unverzüglich, sonst bestehe große Gefahr für sie. Das beschließt die Scudery, aber sie kann diesen Wunsch erst am nächsten Tag vollenden. Als sie in die Rue Nicaise kommt, wo Cardillac wohnt, findet sie einen Menschenauflauf vor dem Haus vor. Cardillac ist ermordet worden und liegt tot in seinem Haus. Der Gehilfe Olivier Brusson wurde verhaftet und der Scudery stürzt sich vor die Füße die Tochter Cardillacs und bittet verzweifelt um diesen Brusson, den sie von Herzen liebt. Und die Scudery wird nun bewegt von diesem jungen Mädchen und, Zitat, mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Scudery den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Also ohne ihn jemals gesehen zu haben, ohne Näheres zu wissen, setzt sie sich für ihn ein, geht zu dem Präsidenten der Chambre Ardente, Larigny, und sagt, er solle den Brusson eben aus dem Gefängnis entlassen. Der lehnt ab, die Beweise gegen Brusson sind zu stark und nun bittet die Scudery, Brusson sehen zu dürfen. Brusson erscheint und die Scudery fällt in Ohnmacht, denn sie erkennt,
Dass das der junge Mann war, der ihr auf der Pont Neuf den Zettel in den Schoß geworfen hat und der in jener Nacht vor vielen Monaten dieses Kästchen mit den Juwelen bei ihr abgeliefert hat. Nun ist die Scuderie von seiner Schuld überzeugt, doch Madeleine klagt weiter bei ihr und schließlich erklärt sie sich einverstanden damit, dass Brisson sie persönlich treffen kann, noch einmal, und dass er sich ihr offenbaren darf, denn das hat er gewünscht. Es stellt sich heraus, bei dieser Begegnung, dass Brisson der Scuderie von klein auf bekannt ist. Er ist nämlich der Sohn ihrer Pflegetochter, der vor 23 Jahren mit seiner Mutter Paris verlassen hat und nach Genf gegangen ist. Dort ist Brisson Goldschmied geworden und ist nach Paris zurückgekehrt und wurde Geselle in Cardillacs Haus. In diesem Haus hat er sich in Madeleine verliebt, aber Cardillac hat ihn herausgeworfen. Und nun hat Brisson eines Nachts, vor vielen Monaten eben, beobachtet, wie Cardillac aus dem Haus geschlüpft ist, heimlich, und einen Mann umgebracht hat. Cardillac stellt fest, dass Brisson ihn beobachtet hat, nimmt ihn wieder in dem Haus auf und offenbart sich ihm. Er gibt ihm Madeleine als Verlobte und er schafft es, dass auf diese Art und Weise Brisson ihn nicht verrät und eigentlich Cardillac weitermorden lässt, weil er eben auf Madeleine nicht verzichten will. Und nun schildert ihm Cardillac, wie er zum Mörder werden konnte. Und das ist halt eine ganz interessante Geschichte, weil dieser Cardillac für seine Mordgelüste nichts kann. Die sind ihm praktisch in die Wiege gelegt worden. Seine Mutter war schwanger mit ihm und hat ein wunderbares Schmuckstück gesehen und ist diesem Schmuckstück verfallen. Sie lässt sich darauf ein, den Besitzer dieses Schmuckstücks zu treffen. Und als es sozusagen zu einem Ehebruch ähnlichen Situation kommen soll, fällt der aber tot um, fällt auf die Mutter und die Mutter wird schier wahnsinnig. Und mit dieser furchtbaren Last wird Cardillac nun geboren. Ich zitiere: Sei es, dass ihn der Schlag plötzlich getroffen oder aus einer anderen Ursache, genug, er war tot. Vergebens war das Mühen meiner Mutter, sich den im Todeskrampf erstarrten Armen des Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sich gerichtet, wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden. Ihr gellendes Hilfsgeschrei drang endlich bis zu den der Ferne Vorübergehenden, die herbeieilten, und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, mich, verloren, doch sie gesundete. Und die Entbindung war glücklicher, als man je hätte ahnen können. Aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündet. Und so, sagt Cardillac, gesteht es Brisson ein, er kann gar nicht anders, als immer, wenn er einen wunderbaren Schmuck gefertigt hat und ihn abgeben muss, dann muss er ihn zurückholen. Und das muss er tun, indem er nachts die Männer überfällt, ihnen den Schmuck entwendet und zur Not eben auch ermorden muss. Und er sagt folgendermaßen: So geht es ihm, also Cardillac, bevor er auf die Straße tritt. Voller Wut springe ich auf, werfe den Mantel um, steige herab die geheime Treppe, fort durch die Mauer nach der Straße Nicaise. Er kommt. Ich falle über ihn her, schreit auf, doch von hinten festgepackt stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan,
fühlte ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele wie sonst niemals. Das Gespenst war verschwunden, die Stimme des Satans schwieg. Nun wusste ich, was mein böser Stern wollte. Ich musste ihm nachgeben oder untergehen. Kardiak, das ist auch ein Synonym geworden für eine bestimmte Art von psychischer Erkrankheit, genialischer Erkrankheit, ist zum Verbrecher geworden. Und Kardiak schildert nun weiter, dass er allen geraubten Schmuck in einer geheimen Kammer aufbewahre. Den Schmuck, den er der Scuderie zugedacht hatte, war ursprünglich für die Henriette, also die Frau des Herzogs von Orléans, gedacht, besonders wertvoller Schmuck. Und er wollte sich von ihr, von dieser frommen Frau, sozusagen eine Fürbitte von Gott, hatte er sich erhofft, die angesichts der großzügigen Schenkung ihm sozusagen ein wenig zu Dank verpflichtet gewesen wäre. Und nun hatte Brisson kurz vor der Ermordung Cardillacs festgestellt, dass Cardillac wieder unruhig geworden war. Und er befürchtete nun, dass die Scuderie in Lebensgefahr geraten sei, dass Cardillac sie ermorden könnte, und hatte der Scuderie deswegen den Zettel mit der Warnung in die Kutsche geworfen. Er ist dann in der Nacht Cardillac gefolgt und hat gesehen, wie Cardillac einen Offizier attackierte, der offensichtlich ein Schmuckstück bei sich trug. Aber dieser Offizier konnte sich wehren und erstach Cardillac. Brisson hat dann den Leichnam in das Haus zurückgebracht und erklärt nun der Scuderie, dass er niemals gegen Cardillac aussagen wird. Er wird es seiner geliebten Madeleine nicht antun, sie vor diese Tatsache zu stellen, dass ihr Vater ein solcher Verbrecher und Mörder gewesen ist. Die Scuderie ist gerührt und sie kontaktiert nun einen Anwalt, der sich der Sache annehmen soll. Schließlich kommt sogar der Offizier zu ihr, der Cardillac in Notwehr getötet hat, und bestätigt, was Brisson ihr erzählt hat. Es geht noch ein bisschen hin und her. Schließlich wendet sich die Scuderie an den König und erzählt ihn nun in ihrer besten schriftstellerischen Manier die ganze Geschichte. Und der König, der sehr gegen Brisson eingestellt war, wird ganz gerührt von diesem Schicksal der Liebenden. Dann erscheint noch Madeleine, und diese Madeleine sieht einer ehemaligen Geliebten des Königs ähnlich. Und schließlich, auch das Volk verlangt die Freilassung Brissons. Schließlich findet man im Hause des Cardillac den Schmuck und Brisson wird begnadigt. Aber er muss Paris verlassen und geht mit Madeleine nach Genf. Das Glück der Liebenden ist gesichert. Und nach einem Jahr wird auf geheimnisvolle Weise der gesamte geraubte Schmuck an die Eigentümer wieder übergeben. Das ist die Geschichte des Fräuleins von Scudery, von E.T.A. Hoffmann. Und sie gilt als die erste Kriminalgeschichte. Und Madame de Scudery als die erste Detektivin, was aber so eigentlich gar nicht stimmt. Denn eigentlich geht es in diesem Roman um zwei Arten von Genialität. Zum einen ist da der männliche, wahnsinnige, das männliche, wahnsinnige Genie in Gestalt von Cardillac, der kalkuliert, plant, Strategien entwickelt, der einen Satan in seiner Brust verspürt, aber und eben ein Wahnsinniger ist, denn er kann gegen diese bösen Triebkräfte in seiner Brust nichts tun. Und auf der anderen Seite das weibliche Genie, die Schriftstellerin Madame de Scudery, die ganz Gefühl ist und nicht Verstand, die rein aus ihrem Gefühl für die Unschuld Brissons plädiert, eine Verteidigerin der Unschuld,
die aber in keinster Weise irgendwie detektivisch tätig wird. Beide Genies, das männliche und das weibliche, agieren aufgrund ihrer unbewussten Triebkräfte, das männliche aufgrund seiner negativen, das weibliche aufgrund seiner positiven Triebkräfte. Aber die Scuderie agiert nicht als Detektivin, sondern wie später die Detektive Hercule Poirot oder die Detektive, die Edgar Allan Poe in seinen Geschichten schildert, sondern sie agiert rein durch Empathie, Gefühl und dadurch, dass sie Glücksfälle hat. Denn Brusson kommt zu ihr, der Offizier kommt zu ihr, sie findet eigentlich keine Tatsachen gegen Cardillac auf und sie löst den Fall nicht durch Verstand, sondern durch Glück. Also, in gewisser Weise ist das Fräulein von Scudery tatsächlich ein erster kleiner Kriminalroman, denn jetzt im 19. Jahrhundert wird eine neue Gattung entstehen, der Kriminalroman, der ambivalente Menschen schildert, in dem ein Rätsel gelöst werden muss. Am Anfang ein Verbrechen, dessen Urheber dann im Laufe der Geschichte aufgedeckt werden muss. Und in der Regel sind das ambivalente Menschen, die nach außen hin oft ein gutes Ansehen in der Gesellschaft haben, aber durch unbewusste Triebe, aggressive Triebe dann zu ihren Verbrechen getrieben werden. Psychische Ursachen, Veranlagung werden dann in diesen Romanen geschildert, Triebtäter. Und so passt die Geschichte zum einen wunderbar in diese neue Identität von Mensch, der zum einen ein Unbewusstes hat und zum anderen ein rationaler, aufgeklärter, logischer Mensch ist. Und eben ein ambivalentes Wesen, das im Genie zum Verbrecherischen neigen kann. Wir werden dann auch weibliche Triebtäterinnen in der Literatur des 19. Jahrhunderts noch kennen, die auch eine ganz große Rolle spielen, gerade was Liebesbeziehungen angeht. Das Fräulein von Scudery von E.T.A.